Heute lernen wir im Source Filmmaker, was wir denn alles mit dem Zero Tool machen können. Denn im Zero Tool können wir Kamera bzw. alle Objekte im Source Filmmaker an eine Person oder ein Objekt dran kleben. Wie wir das hier mit der Kamera zum Beispiel gemacht haben. Die Kamera folgt 1:1 dem Scout, kann man aber im Nachhinein noch bearbeiten. Wie ihr sehen könnt, es folgt dem Scout, auch wenn er rumfliegt. Das gleiche habe ich auch hier mit dem Soldier gemacht. Wie ihr aus Advanced Warfare vielleicht von meinem Source Filmmaker Video kennt, sind diese Metallteile von den Bots in Team Fortress an Objekte dran geklebt. Und diese bewegen sich auch dementsprechend. Mit der Animation vom Soldier. Und auch diese Plattform beinhaltet eine Kiste, die ich auch mit Zero dran geklebt habe. Dasselbe kann man auch mit Lichtern und alles andere machen. So, wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt ganz schnell. Wir machen genau dasselbe, was wir hier mit dem Scout gemacht haben. Jetzt starten wir, indem wir ein neues Model erstellen. In dem Falle brauchen wir einen Scout. Den Scout finden wir unter dem Modfilter TF2 Movies und fügen ihn ein. Wo der Scout stehen soll, ist ganz eure Sache. Als erstes gehen wir in den Motion Editor, nehmen den Scout unten bei Root Transform und schieben ihn so ungefähr in die Mitte. Jetzt müssen wir eine Bewegung animieren. Dazu gehen wir in den Graph Editor. Nicht vergessen, meine alten Videos zu sehen, sonst wäre das ein bisschen kompliziert. Und bewegen den Scout, wie er sich nun mal bewegen soll. In dem Fall nach oben, nach unten. Das habe ich vergessen, bei Key Mode auf Spline zu setzen. Das mache ich jetzt nochmal schnell. So. Und jetzt geht's weiter. Die nächste Bewegung. Ich soll hier rüber gehen. Dann soll ich hier hingehen. Hier hin. Und hierhin. Natürlich ist das jetzt halt keine eine Meisteranimation. Es soll ungefähr nur zeigen, wie das funktioniert. Und jetzt halt erstellen wir eine neue Kamera. Und diese Kamera soll den Scout folgen. Wir könnten jetzt im Graph-Editor das zwar so machen, sodass wir den hinterherfahren. Das sieht aber ganz anders aus, wenn wir das richtig mit Zero dran kleben. Zero, könnt ihr euch vorstellen, ist wie ein Kleber. Und wie man den Kleber einsetzt, ist das Einfachste. Wir gehen auf das kleine Plus neben der Kamera, drücken nochmal auf das Plus bei All und unten gibt es immer ein Transform. Das ist das Objekt, das man dann eigentlich verschieben kann. Die Kamera in dem Falle. So, dazu gehen wir einfach in den Root Transform, das Objekt, mit dem die Kamera verschmelzen soll. Benutzen die Root Transform vom Scout und tun sie auf Transform von der Kamera. Wir drücken auf das Transform der Kamera und gehen nach oben auf Zero und schieben den Zeiger nach rechts. Jetzt klebt die Kamera an den Scout, wir können die Kamera wieder bewegen und in die Position hinbringen, wie sie sich bewegen soll. In dem Falle kann ich zum Beispiel ganz nah an den Scout rangehen und sie wird dem Scout folgen. So sieht das dann im Endeffekt aus. So, die Kamera folgt 1:1, wie sie hingefügt wurde. Jetzt können wir natürlich noch im Graph Editor die Kamera bearbeiten, auch wenn wir sie dran geklebt haben. Die Kamera bewegt sich immer noch mit dem Scout. Im Endeffekt sieht das dann so aus. Wenn jetzt die Person rennen sollte, sieht das super cool aus. Jetzt kommen wir gleich mal zum nächsten. Okay, ich habe jetzt hier eine Plattform erstellt und eine Kiste. Und die Plattform wollen wir jetzt bewegen und die Kiste soll dann draufstehen. So, deswegen machen wir eine ganz simple Animation im Graph-Editor wieder. Was man hier bei Crane-Plattform bewegen möchte, ist eigentlich wurscht, entweder Root Transform oder Static Prop. In dem Fall benutze ich Static Prop, nehme die Plattform und bewege sie einmal schnell hier im Kreis. Einmal hierhin, einmal hierhin und einmal hierhin. So, jetzt haben wir natürlich noch, dass die Kiste drauf ist. Dann machen wir genau dasselbe wie gerade mit dem Scout und der Kamera. Den Static Prop, den wir gerade bewegt haben, schieben wir auf den Static Prop von dem Objekt, das drauf geklebt werden soll. Einfach Zero und die Kiste ist auf dem Teil hier halt drauf. Jetzt können wir sie noch irgendwo hinlegen. Wir können sie jetzt hier in die Mitte so drehen und fertig. Starten das Ganze und sehen, die Kiste bleibt auf der Plattform. Das war jetzt keine Meisteranimation, aber so ungefähr soll das dann aussehen. So, jetzt zum letzten, und zwar diesen Soldier, der diese Metalldinger anhatte. Dazu spawne ich mir ganz schnell mal einen Soldier. Tue ihn am Boden. Drehe ihn ein bisschen. Jetzt brauchen wir die Roboter-Sachen. In dem Falle sind die unter Bots. Dann könnt ihr zum Beispiel den Demoman anklicken.
unter modfilter.tf und da müssten dann, unter Gips war das, Entschuldigung, unter Gips und hier sind dann die ganzen Roboter-Dinger. In dem Fall nehme ich mir jetzt mal kurz diese Hand hier, öffne diese und immer wenn die Hand oder ein Objekt draufgeklebt werden muss, nehmt ihr einfach zum Beispiel hier die Schulter vom Soldier mit linke Maustaste und schiebt ihn runter zum Demobot Gipsarm 1. Den dann anklicken und mit Zero dran kleben und dann war es das eigentlich auch schon. Jetzt musste dieser Demobot-Arm dann noch verschoben werden und dran geklebt werden. Also verschoben. Und das könnt ihr natürlich dann im Motion Editor bearbeiten. Dafür ist der Graph-Editor nicht geeignet. So, dann auch noch hier ran. Und fertig ist dieser Metallteil für den Soldier. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel den Bip-Collar benutzen, wo wir es dran geklebt haben. Und das Teil bewegt sich mit. Wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Tipp des Tages-Video. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!